Der taiwanesische Hersteller Gigabyte ist vor allem für Mainboards und andere PC-Komponenten bekannt, stellt seit einiger Zeit aber auch Notebooks her. Auf der Computex hat Gigabyte mehrere neue Modelle präsentiert. Das S1185 ist ein Laptop-Tablet-Hybride mit eingebautem Standfuß und einer ansteckbaren Tastatur. Das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter USB 3.0, VGA und HDMI. Es soll Anfang Juli für rund $1000 auf den Markt kommen. Daneben zeigte das Unternehmen das Convertible Notebook U21M. Es verfügt über einen 11,6 Zoll Bildschirm, der um 180 Grad gedreht und auf die Tastatur geklappt werden kann, um das Gerät als Tablet zu nutzen. Es wiegt ca. 1,4 Kilo und wird von Intels neuester CPU-Generation Haswell angetrieben. Als Speicher verbaut der Hersteller je nach Wunsch eine bis zu 256 GB große SSD und eine bis zu 1 TB große Festplatte. Das U21M wird ab $700 ebenfalls im Juli erhältlich sein.